Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Transocean 2 Rivals. Ja, ich habe jetzt beim letzten Mal groß die Klappe aufgerissen. Schon lange kein Patch mehr gekommen hier für Transocean 2. Und ja, genau. Ein Tag danach kam dann gleich der nächste Patch. Ein neuer Patch ist rausgekommen, wieder jede Menge Bugfixes dabei. Offenbar auch ein Hotfix für ATI-Karten. Die hatten wohl Schwierigkeiten oder ein paar zumindest. Jo, wir sind immer noch gut am Start, ne? Wir halten fest, Silbermedaille ist uns sicher und die Hälfte für Ziel Nummer 3, sprich die 80 Millionen Gewinnbeteiligung aus Europa, ist angesichts der verbleibenden 70 Tage Spieldauer, denke ich, durchaus machbar. Es kam wieder mal ein toller Hinweis in den Kommentaren. Ich glaube, Ben, du warst es. Du hast geschrieben, man kann auch aus dieser Übersicht hier raus in die entsprechende Auftragsliste, da gibt es unten links, genau hier, einen Button nämlich. So, und wenn man jetzt hier schaut, Rotterdam liegt die Bavaria 2. Die hat nichts zu tun, ich muss somit nicht in den Hafen springen und mir die lange Ladezeit gönnen, sondern ich kann das ganz einfach und bequem von hier aus machen. So, hier hätten wir was Interessantes, einen Tag Richtung Bergen, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ne, würde ich sagen, machen wir das. Von Rotterdam nach Bergen, nehmen wir 3 Millionen mit. Alles klar, aufladen, Dankeschön. Und Abfahrt. Eines Ihrer Schiffe ist fertig repariert. Das freut uns. In Lissabon, da ist auch schon ausgewählt hier in Portugal. Das ist ja wirklich bequem, ne? Da sparst du dir jede Menge Ladezeiten. Also finde ich gut. Finde ich richtig gut. So, hier hätten wir was für Frankreich. Müssen wir immer Strafe zahlen, aber gut, ich denke, das können wir angesichts des Verdienstes durchaus in Kauf nehmen. Nämlich geht es ja jetzt gar nicht mehr um die Regionspunkte. Sondern jetzt wollen wir ja ein bisschen Geld verdienen, ne? Einfach so, wenn wir es können. Und der Rest ergibt sich ja automatisch, ne? Thema mit der Kohle und so. Oh, die Bisboyle ist schon wieder ins Minus gerutscht. Ja, da gehst du pleite, gute Frau, ne? So ein Pech. So, die Bavaria 8 ist in Lissabon. Das freut uns, wird gleich mal aufgedankt. Schnäppchen gemacht. Und dann hätten wir Felixstowe 2 Tage, Frankreich 2 Tage, Rotterdam 2 Tage. Ja, dann würde ich sagen, Rotterdam 2 Tage, ne? Ja, 5 Millionen, das kann man schon mal mitnehmen, ohne dass man schlechtes Gewissen haben muss. Und wenn wir schon da in die Richtung düsen, könnten wir wahrscheinlich dann auch für Stockholm gleich was mitnehmen. Als Folgegeschäft geht. Was mache ich denn? Stopp. Ja, das nenne ich jetzt mal verklickt. Moment, Rotterdam und Stockholm erst natürlich mal mitnehmen, das Zeug, ne? Leer losfahren ist ein bisschen eine doofe Idee. So, was haben wir hier in Rotterdam? Die Lorena Mar, die ist am Ende. Schlechte Idee, heißt hier, wenn wir tätig werden müssen. Stockholm haben wir unser Reparaturdock, das gehört uns. Also schnurstracks in Richtung Schweden, in Stockholm. Ja, und weiter geht die Fahrt. So, die Bavaria 2 ist in Bergen angekommen, im schönen Norwegen. Tanken wir auf. Ich weiß auch nicht, immer wenn ich Bergen sehe, muss ich automatisch an Patrizier denken. Ich weiß auch nicht. Ja, das sind einfach so Erinnerungen, die man damit verbindet. So, Hamburg ein Tag. 1,1 Millionen. St. Petersburg wäre zwar auch interessant, aber sind wir 3 Tage unterwegs. Finde ich dann nicht so prickelnd. Also, diesmal nach Hamburg. Ablegen, Servus. Nächster Kollege. Die 5 in Hamburg. So, na dann. Voll tanke die Mühle. Das ist aber gar nicht mal so billig. Aber da hätten wir Bergen hier im Programm. Genau, also Bergen klingt gut, nehmen wir mit. Danke, tschüss. Wobei, da brauche ich gar nicht so schnell fahren. Geld, da kann ich auch. Ja, da kann ich auch mit 13 Knoten fahren. Ja, machen wir so. Passt schon. So, die 4 in Rotterdam. Voll tanken. Da würde sich Frankreich anbieten, ne? Ein Tag. Das läuft. Das läuft. Oh, in Nuuk. Im schönen Grönland sind wir mal angekommen. Auch nicht schlecht. Ja, da ist der Sprit natürlich ein bisschen teurer, ist auch klar. Unser Tanker. Oh, Reykjavik. New York. 9 Tage. Sollen wir den nach Europa rüberholen? Den Tanker? Das können wir euch machen, gell? Jetzt ist ja eh wurscht. Jetzt braucht man da drüben nicht mehr. Also ab. Nach Europa. So, die Benicia 1 in Odessa. In der Ukraine.
Da gab es ein bisschen Asche, das freut uns. Hätten wir hier für Italien was Interessantes. Für die Türkei ist nichts dabei. Das reimt sich sogar, nee. Für die Türkei ist nichts dabei. Für Valencia hätten wir was am Start, oh. Was haben wir, Strafe? 280.000? Ja, komm, dann nehmen wir die Strafe mit, oder? Also, den Auftrag für Strafe und so natürlich. So, los geht's. Zwei Schiffe, ein bisschen Strafe für Frankreich. Hamburg ist alles in Ordnung. Das ist kein Thema. So, auf Dankarbeit. Das geht, das flutscht richtig. Also, Ben, nochmal vielen Dank. Hinweis war richtig gut. So, Frankreich sind 800.000. Stockholm wären da schon mehr. Ja, das ist wieder uninteressant. Das ist wieder alles uninteressant. Oh, Bergen. Mensch, gar nicht gesehen. Dann fahren wir natürlich nach Bergen, ist ja logisch. Kohle für Bergen. Und was haben wir in Frankreich? Da wäre Hamburg interessant auf den ersten Blick. Bei 1,4 in 1. Lissabon sind schon wieder 3 Tage. Stockholm sind 4 Tage. Ja gut, Honolulu 6 Millionen, aber naja, 35 Tage ist dann vielleicht doch ein bisschen arg lang. Ja, dann würde ich sagen, da sieht Hamburg doch recht interessant aus. Also Hamburg, Geschwindigkeit. Ja, lass mal auf 13 Knoten. Passt schon. Oh, die Nova ist gesunken von der guten Miss Boyle. Hat vergessen, ihren Eimer zu reparieren. Ja, das kann uns mit der Yamato und mit der Lorena Ma natürlich auch passieren. Also hier müssen wir tätig werden. Da sollten wir aufpassen, dass uns der Eimer nicht wegrostet. Das wäre schlecht. Lissabon in 3 Tagen. Das sieht interessant aus. 2,1 Millionen. Wobei, ne, für 3 Tage ist es dann schon wieder nicht mehr so prickelnd, gell? Doch, es ist wahrscheinlich, ja, ist, denke ich, immer noch der beste Deal. Ja, ist der beste Deal. Oh, mal wieder die Transocean Theme. Sehr schön. Ja, die kommt ein bisschen selten, ne? So, Ankunft in Bergen mit der 5. Sehr gut. Was haben wir hier? Schönes Reykjavik. Frankreich. Nee, Felixstowe. Ja, wir machen Felixstowe, Großbritannien. Passt. Das ist ein Wahnsinnsgeklicke. Ich stelle es immer wieder fest. 52 Millionen. Sind wir schon. Klar, je mehr wir natürlich da ja, durch die Gegend fahren, desto mehr sparen wir uns wieder. Jetzt sind wir wieder bei den Geissens. Ja. Jetzt sind wir wieder. Halt, stopp. Was machst du denn, Junge? Ablege nach Felixstowe. Jetzt sind wir wieder bei den Geissens, gell? Je mehr wir ausgeben oder je mehr wir verbrauchen, desto mehr sparen wir. Diese Sinnhaftigkeit. Tja. Sie ändert nichts anderes, ne? Je mehr wir unsere Schiffe benutzen und an- und ablegen und tanken und desto mehr sparen wir uns. Ja. Hast auf Zeit jetzt. Konzentrier dich halt einmal. Stockholm, ablegen. Auf geht's. In Lima, in Peru, ach Gott. Sind wir da hingefahren? Echt? Okay. Weiß ich schon gar nicht mehr. Balboa sieht interessant aus. Sogar richtig interessant. 2,9 Millionen. Ja, sparen wir mal ein bisschen Sprit. So, auf geht's. Lorena Ma in Stockholm. Okay, das heißt, wir können hier gleich mal dick reparieren. Der Eimer ist nämlich völlig am Ende. Also, Reparatur, toujours. Yamato in Stockholm, auch hier eine kleine Reparaturmaßnahme. So, und dann sind wir, denke ich, hier. Die nächste ist die Bavaria 1, aber die hat noch 50%. Die 5 hat 62%. Wir haben noch 66 Tage. Ja, 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 ja. Das läuft. So, mein Gott, jede Menge Schiffe sind angekommen. Ich muss hier Aufträge loswerden. St. Petersburg, 3 Tage. Rotterdam, 1 Tag. Rotterdam, St. Petersburg, St. Petersburg. Mit Strafe, ich weiß nicht.
Das hier ist interessant. Das sind 3 Millionen, ein bisschen Strafe. Ich glaube, das lohnt sich. Ja, machen wir. Alles klar, Abfahrt, Servus. Halt, da sind ja noch mehr unterwegs, mein Gott. Ich mache doch bloß die Hälfte. Wo sind wir denn eigentlich? Felixstowe. Hamburg, ein Tag. Helsinki, 4 Tage. Okay, wir düsen nach Hamburg. Nehmen aber Frankreich noch mit. Ne, bietet sich an. In diesem Fall ablegen. So, was macht ihr denn eigentlich? Ach, mein Gott. Ja, ja, das sind die Reparaturmeldungen. Oder die Meldungen der Schiffe, die jetzt auf Reparatur sind. Ne, brauche ich ja nicht mehr. Die für in Hamburg. Voll tanken. Ich weiß, ich liege jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Mein Stockholm. Ist interessanter, ja. Aber ich meine, es ist jetzt im Endeffekt eigentlich nur noch ein Warten auf den Sieg. Ne? Mehr ist es nicht mehr. Weil, da sind wir durch. Die Kiste ist erledigt. Helsinki, Helsinki. Helsinki. Okay. Na dann Helsinki. Auf geht's. 3,7 Millionen. Tanken müssen wir nicht. Ablegen. Ankunft Frankreich. Weiter für Hamburg. Das hat sich gelohnt. Folgeaufträge. Das sollte sich ausgehen. Servus. So, die gute Mumbai North hat sich ein neues Schiffle gekauft. Die hat recht. Und wir sind in Italien angekommen. Nice. So, für Valencia was dabei. Jawohl, hier. Sehr gut. Gleich mitnehmen. Was haben wir noch? Für Lissabon wäre was dabei. Für Dublin. Ja, wenn wir schön in die Richtung fahren, dann würde ich sagen, nehmen wir für Portugal was mit hier. Zack. Genau. Für Portugal. So, wie sieht's aus? 60 Millionen. 20 brauchen wir noch. 20 Millionen. Vielleicht, ne, das schaffen wir heute wahrscheinlich nicht mehr. Da muss schon gut laufen. Da muss es echt gut laufen, dass wir das schaffen. 20 Millionen. Wo sind wir denn in Stockholm? Finnland. Ja, Finnland, okay. Finnland nehmen wir mit. Oh, Felixstowe, hätten wir auch 2. Kommt ja mal auch mit. Also dann, Abfahrt. Zappalot, da hat es gerade geklingelt. Über 2 Millionen. Das ist die Lissabon-Fahrt, genau. Frankreich, 3,2 Millionen. 2 Tage. Ja, ist alles gesprochen, oder? Müssen wir nichts mehr diskutieren, das machen wir. Sofort. Abfahrt. Und da scheppert's. Da scheppert's, Leute. 62 Millionen. Was immer Helsinki, okay. Für Felixstowe, genau. Jetzt haben wir natürlich wieder keinen Anschluss für Felixstowe. Super. Aber für Bergen hätten wir was. Komm, liegt auf dem Weg. Liegt auf dem Weg. Die 7 in Hamburg. So. Da ist nichts am Start, aber wir hätten hier für Frankreich was. Genau, machen wir so rum. Ja, geht nicht anders. Okay. Also, Frankreich, ein Tag, 2 Millionen. Nimmt man mal so mit. Ne? So ein kleines Tagesschnäppchen, 2 Millionen. Oh, da hat es gerade mit 5 Millionen gescheppert. 102 Millionen haben wir schon. Mein Gott, ich habe gerade mal geschaut. Jetzt geht es aber munter rund hier. Im Lader. Jetzt steppt der Bär. So, wir gehen mal hier ein bisschen runter von unserem Spritverbrauch, von unserem horrenden. Ah, da werden natürlich auch tolle Aufträge da, gell? Aber ja, komm, wir fahren jetzt mal nach Lissabon, weil der Eimer ist voll. Leute, der Eimer ist voll. So, Bavaria 2 in St. Petersburg. Auftankertes Ding. Genau, kassieren wir wieder ordentlich. Für Bergen. Moment, halt, Bergen 5 Millionen. Ja, nehme ich mit. Da schaue ich jetzt auch gar nicht, was es sonst noch gibt. Berge 5 Millionen, das kaufe ich. Das ist gekauft. So, wir können nochmal eine Zweigstelle aufmachen, sehe ich gerade in Europa Nord. Aber ich glaube, da werden wir vermutlich... Ja, da müssen wir in den Hafen springen. Da müssen wir in den Hafen springen, Leute. Tja, bleibt nur noch St. Petersburg übrig. Das müsste dann das Upgrade-Dock sein. Ne? Das ist, glaube ich, die letzte Zweigstelle, die man noch aufmachen kann. Aber das Upgrade-Dock haben wir ja noch gar nicht kennengelernt. Boah, ewige Ladezeiten, ey, Hammer. So. Also dann, Upgrade-Dock. Das
Das Upgrade-Dock in St. Petersburg wurde gekauft. Jawohl. So, aber ich kann hier nichts upgraden wahrscheinlich, ne? Nee, nee, geht nichts. Ja, ja, das lernen wir erst. Wahrscheinlich erst in Kapitel 4, schätzungsweise. So, aber Hauptsache haben. Haben ist besser als brauchen, ne? Hat der Kollege Markus immer gesagt. Der hat absolut recht. Haben ist besser als brauchen. Fälligst du 3 Tage? Ja. Fälligst du 3 Tage? Ist okay, 2 Millionen. Danke, tschüss. Ablegen. Wie sieht's aus? 65 Millionen, na dann. Und mit der 7 in Frankreich angekommen. Oh, Lissabon 3 Tage, Bergen 2 Tage. Ja gut, aber Bergen ist ein Witz, was zahlt wird. Felixstowe ist interessant. Nehmen wir. Danke. Nehmen wir auf jeden Fall. Stockholm nehmen wir auch mit. Warum habe ich jetzt Stockholm mitgenommen? Ganz einfach, dass ich da nochmal reparieren kann. Deswegen. Ne? Geldgenerierung. Für unsere Gewinnbeteiligung aus Europa. Darum geht's. Ich weiß, ich könnte jetzt wahrscheinlich bloß 2 Schiffe kaufen. Das soll es reichen. Keine Ahnung, ob das reicht. Vielleicht. Weiß ich nicht. Möglich. So. Jetzt könnte ich wieder zurückschippern. Nach Grönland. Oh, würde ich sogar ordentlich Asche verdienen? Hm. Komm, mach ich. Okay, du fährst doch nicht nach Europa, mein Freund. Oder beziehungsweise Reykjavik zählt ja zu Europa, aber trotzdem. Fährst wieder zurück nach Grönland. So, Bavaria 3 in Stockholm. Sehr gut. Ja, dann wirst du repariert. Gell? Sparen wir uns wieder Geld. 67 Millionen. So, wir könnten uns auch nochmal ein Schiffle kaufen. Ich glaube, mit 100 Millionen kann man schon mal einen raushauen, gell? So, Schiff, pass auf. Werft. Tankschiff natürlich. Was kostet der große Otto? 152 Millionen. Dann würden wir 6 Millionen kriegen. Das wäre schon geil, oder? Boah, okay. Schiff der Größe 2. Ja, kaufe ich mir. Wie nenne ich das jetzt? Ja, ich habe wieder nicht geschaut. Gelbigster Bavaria und so. Unsinkbar. So. Flasche auf. Ole. Prima. So, raus hier. Wie sieht's aus? Ja, 74 Millionen noch. Okay. Quatsch. 74 Millionen haben wir. 6 Millionen brauchen wir noch. 74 Millionen. Ja, grüß Gott. Meine Herren. Da könnten wir euch noch eins kaufen, oder? 6 Millionen brauchen wir noch. So, dann kaufe ich den einmal, wenn ich das Geld hätte. Hätte, Fahrradkette. Ich habe das Geld nicht. Verdammt. Ich brauche 68 Millionen. Okay, ich muss Geld verdienen. Mensch, Stress, Leute. Was geht hier ab? So, wo sind wir denn eigentlich? In Hamburg. Hätten wir auch hier für Frankreich was dabei. 2,3 Millionen. Für Helsinki hätten wir was dabei. Nehmen wir auch mit. Ja, da passt schon was drauf auf den Hobel. Für Dublin hätten wir was. Ja, komm. Läuft. Vollmacher, das Ding. Abfahrt. Servus. So. Ankunft in Le Havre. Rotterdam 1 Tag, Bergen 2 Tage. Oh, Lissabon. Moment. 3 Millionen. Nee, dann mach ich den hier. 5 Millionen Lissabon. Genau. Viel interessanter der ist. Dann nehme ich den aber auch noch mit. Und ich eh schon nach Lissabon fahre, also dann, ne? Gibt's nichts geschenkt, Leute, hier. Gibt nichts geschenkt. Das hier ist Bavaria 3 in Felixstowe. Du wirst doch repariert, oder? Bavaria 3. Genau. Kannst du weg? Du bist 7 in Felixstowe. Jo, passt. Du hast noch was dabei, gell? Für Stockholm, ja. Läuft. Ablegen, servus. Da, wir sind schon bei 63 Millionen, alles klar. Benatia in Lissabon. Kann ich mir gleich wieder ein Schiff kaufen. Moment. Zuerst müssen wir Geschäfte machen. Oh, die Türkei, schau mal hier. 4 Millionen. Gut, 6 Tage, okay, ist natürlich ein bisschen schwierig. Nee, da will ich lieber einen Tag nach Valencia. Ja.
Vielleicht kriege ich da bessere Aufträge. So. In Italien haben wir uns, glaube ich, noch gar kein Schiff gekauft. Okay, das sollten wir auch mal machen. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Boah, 3 Millionen fehlen. Echt, oder? 3 Millionen? Mann, Mann, Mann. Was ist das hier? Die 8 ist in Bergen angekommen. Na gut. Hallo? Achso, das ist das Reparaturgedöns. Naja. Da muss ich doch nochmal in Hamburg schauen. In der Werft. Ich habe 65 Millionen, Leute. Macht mir irgendein Angebot. Ach. Was ist mit dem Containerschiff? Giuseppe Lotze, okay. 5,5 Millionen. Könnte es reichen? Schauen wir mal. Ist das dann ein Container? Wie nennen wir den? Ich hätte große Lust, meine Schiffe nach euch zu benennen, ne? Das hatten wir ja in Mad Games Tycoon schon mal gemacht, ne? Ja, genau, das machen wir jetzt. So, der Werner 1. So. Schwupp, Werner 1. So, da hat er sich gerade gefreut. Genau, so sieht's aus. Gold, Freunde. Das war's. Gold. 60 Tage noch übrig. Noch Fragen? Nein. Ich glaube, das wäre erledigt. So, witzigerweise geht das Spiel trotzdem weiter, obwohl wir die Goldmedaille schon gewonnen haben. Weshalb auch immer. Macht das Sinn? Oh, das macht Sinn, sehe ich gerade. Definitiv. Das macht Sinn. Ja, aber macht das Sinn? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn man die Goldmedaille schon erreicht hat, dass es dann noch weitergeht? Finde ich... Weiß nicht. Also im Singleplayer... okay, für irgendwelche Highscore-Jäger, aber mal ganz ehrlich, wer will das? Also ich nicht. Eines ihrer Schiffe ist fertig repariert. Das freut mich. Also wegen mir kann jetzt Schluss sein, Leute. Na? Ich glaube, das mache ich auch. Ich mache jetzt Schluss hier, da. Na? Ich spule jetzt die Zeit vor. Das nur so raucht. Heißt, jetzt wollen wir natürlich überall Liegegebühren zahlen. Ja, repariert. Ist mir doch scheißegal, doch, echt. Das scheppert nur noch. Let's schepper. Mit der Folge bin ich eigentlich auch schon wieder am Ende, ne? Deswegen bin ich jetzt auch so frech und spule es einfach so schnell vor, ne? Die Schlepperreederei in Halifax wurde gekauft. Sowas. Ruckel, ruckel, ruckel. Die Schlepperreederei in Balboa ruckel, wurde gekauft. Ruckel. So ein kleiner Programmbelastungstest hier, wa? Braucht man wahrscheinlich irgendwann die ganze Kiste hier ab. Also wir verdienen momentan nur Geld durch irgendwelche Gewinnbeteiligungen aus Europa meistens, ne? Aber ihr seht, wir zahlen hier auch diese ganzen Liegegebühren und so, aber die Kollegin, die dankt hier regelmäßig und ja, das Reparaturdock in meiner Haus wurde gekauft. Wir kassieren momentan, wir machen hier Name vor Geld, ne? Wir machen Geld ohne Aufträge. Da hat gerade irgendjemand ein Schiff, glaube ich, gekauft, oder weil es gerade so herbe geklingelt hat in der Kasse. Sehr geil. Ne, die Schiffe tun alle nichts. Die liegen nur dumm rum. Ja, läuft. Alles klar. Wie lange haben wir noch? Halt, stopp. Wie lange war das noch? 21 Tage. Jo, meh. Ne? Schaut mal auf unseren Kontostand. Schau mal hier. Da, ich kann jetzt noch ein bisschen in der Nase bohren in der Zwischenzeit. Super, echt. Ganz groß. Du musst nichts machen. Wir verdienen hier Kohle. Unsere Zweigstellen, ne, pro Woche 1 Million oder sowas. Geil. Ja, also das mache ich jetzt 40 Jahre und dann gehe ich in Rente, ne? Das Kapitel endet in 10 Tagen. Ja, Teufel noch eins. Sachen gibt's. Moment, ich muss erst meine Kollegen noch beleidigen. Ihr seid raus, ihr Luschen. So, haha. Wunderbar. Ach, ist das schön. Goldmedaille. Das Kapitel endet in 3 Tagen. Unsere erste Goldmedaille, Leute. Und, schaffen wir die 300 Millionen? Chef, wir haben es geschafft. Also, Sie haben es natürlich geschafft. Hätte ich auch gesagt. Wir sitzen nun mitten im Herzen von Megans Kommandozentrale. Und ich kann mich nun an die Dokumente machen. Brauchst du Hilfe, Brüderchen? Ach Gott. Gerne, ja.
Versuch du, Megans Kontakte auszuhorchen und schau, ob du etwas über ihre eigentlichen Ziele herausfindest. Ei, ei, Chef. Ey, du wolltest dich unter den Bonsai-Bäume kümmern, ey. Hey, wie fühle ich mich denn? Yeah. Sie haben die Goldmedaille erreicht. Geil. Na, ja, war doch gar nicht schlecht und das mit dem Finger in der Nase, quasi. Geil. 60 Tage hatten wir noch übrig, Leute, ne? Also, schlecht ist es nicht. Ja, da bin ich schwer begeistert. Aber trotzdem. Ja, na, habe ich ein bisschen überzogen, die Folge, aber ist egal. Ja, Halbzeit, Leute. Kapitel 3 von 6 erledigt. Halbzeit, ne? Bronze, Silber, Gold. Ja, der Weg ist in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute raus. Übers Däumchen würde ich mich freuen, über goldenes Gell, ne? Würdig das goldene Däumchen hier an dieser Stelle. Ja, wir sehen uns wieder. Bis zur nächsten Folge. Eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.